war eine Mutter. Und wie alle Mütter liebte sie ihr Kind über alles. Sie hatte einen kleinen Jungen, der zu einer Zeit geboren wurde, als es Jungen nicht erlaubt war zu leben. Er war Moses, Friede auf ihn. Und seine Mutter stand dem Horror gegenüber, zugefügt durch den großen Tyrannen, dem Pharao. Aus Angst, dass er eines Tages besiegt werden würde, befahl der Pharao seinen Soldaten, alle geborenen Jungen der Kinder Israels zu töten. Nach der Geburt des Propheten Moses fürchtete seine Mutter um sein Leben. Es schien keinen Ausweg zu geben. Aber, wie es häufig der Fall ist, wenn man keinen anderen Weg sieht, war Allah für sie da und sagte: Wenn du dich für ihn fürchtest, so setze ihn in den Fluss. Und fürchte dich nicht und betrübe dich nicht, denn wir werden ihn dir wiedergeben und ihn zu einem Gesandten machen. Stellt euch für einen Moment vor, wozu sie aufgefordert wird. Stellt euch vor, euer Neugeborenes in den Fluss zu setzen. Aber stellt euch auch vor, dass euch zugleich etwas Unbezahlbares gegeben wird, das Versprechen Allahs. Der Mutter von Moses wird versprochen, dass sie sich nicht zu fürchten und grämen braucht. Denn ihr Herr wird ihren Sohn beschützen und ihn ihr zurückbringen. Mehr noch, Allah verspricht ihr, dass sie Sohn ein Gesandter werden wird. So wie Allah versprochen hatte, wurde Moses von der Frau des Pharaos gefunden. Und die Angehörigen Pharaos lasen ihn auf, so dass er ihnen zum Feind wurde und Kummer verursachte. Denn Pharao und Haman und ihre Herrscharen waren Misstäter. Und die Frau des Pharaos sagte: Er ist mir und dir eine Augenweide. Töte ihn nicht. Vielleicht erweist er sich als nützlich für uns. Oder wir nehmen ihn als Sohn an. Aber sie waren ahnungslos. Zu einer Zeit, als es keine Hoffnung gab, forderte Allah eine Frau auf, ihm zu vertrauen. Im Gegenzug versprach er ihr seinem Schutz. Allah hält seine Versprechen immer. Und er hielt sein Versprechen ihr gegenüber. Vielmehr als ein Zeichen seiner Macht ließ er diesen Schutz beim gefürchteten Feind finden. Allah sagt über den Propheten Moses a.s. Als wir deine Mutter jene Weisung angaben, lege ihn in einem Kasten und wirf ihn in den Fluss. Dann wird der Fluss ihn ans Ufer spülen, so dass der Feind von mir und ihm ihn aufnehmen wird. Darin ist ein großes Zeichen und eine Lehre. Auf diese Weise zeigt Allah ihr und alle Menschen, dass selbst wenn jemand des Hals unter dem Messer eines Mörders ist, der Mörder einen keinen Schaden zufügen kann, solange Allah ihn beschützt. In dieser Geschichte steckt auch eine Lehre über das Vertrauen auf Allah. Allah zeigt der Menschheit, dass sie nur dann sicher sein können, wenn sie ihr ganzes Vertrauen auf Allah setzen. Hätte die Mutter von Moses beschlossen, sich stattdessen auf sich selbst zu verlassen oder auf die scheinbare Sicherheit ihres eigenen Zuhauses, wäre ihr Sohn getötet worden. Aber indem sie Allah vertraute, rettete sie ihren Sohn und wurde vor Kummer bewahrt. Wir lernen von dieser Geschichte, dass ganz egal, wie unmöglich es scheint, das Versprechen Allahs immer wahr ist. Allah sagt: So brachten wir ihn zu seiner Mutter zurück, damit sie sich freue und sich nicht gräme. Und wisse, dass Gottes Verheißung wahr ist, auch wenn die meisten Menschen es nicht wissen. Im Koran erzählt Allah uns diese Geschichten, um uns das zu lehren, was viele von uns nicht wissen. Darin enthalten ist eine tiefgründige Lehre über das Vertrauen auf die Macht und das Versprechen Allahs. Und nur durch dieses Vertrauen können wir sogar zwischen den Händen unserer Feinde Schutz finden. Ya Raja'i Ya Raja'i